Hallo und willkommen zu einem Videotutorial für Pinnacle Studio. In dieser Anleitung zeige ich, was die Funktion dynamische Überblendungslänge genau bedeutet. Ich habe hier auf der Timeline ein Clip, ein Foto, das kann ein Standbild oder ein Videoclip oder sonst irgendetwas sein, spielt keine Rolle. Und ich habe hier oben eine Überblendung aus der Bibliothek, zum Beispiel aus den Standard Transitions, also Standard Überblendungen. Wenn ich jetzt diese Überblendung an den Anfang meines Clips ziehe, dann kann ich die Maus wieder loslassen und ich erhalte hier eine sogenannte Einblendung dieses Clips. Also der wird mir hier leicht eingeblendet und ich kann den auch am Schluss hinzufügen, dann wird dieser Clip ausgeblendet. Was ich jetzt gemacht habe, ist einfach einen Standardübergang am Anfang und am Ende. Mit zum Beispiel Rechtsklick kann ich den wieder entfernen. Und wenn ich nämlich jetzt diese Einstellung hier aktiviere, dann funktioniert es grundsätzlich gleich, aber mit einem kleinen Unterschied. Wenn ich jetzt die Überblendung auf die Timeline ziehe, dann wird die Überblendung ebenfalls auf den Clip hinzugefügt. Aber ich kann jetzt einfach mit gedrückter linken Maustaste diese Überblendung zum Beispiel 10 Sekunden lang machen oder eben so lange, wie ich da mit der Maus ziehe und dann wieder loslasse. Jetzt, das hat den Vorteil, dass ich die Dauer der Überblendung beim Hinzufügen individuell anpassen kann, wenn man das möchte. Die andere Einstellung hat eben den Vorteil, dass die Überblendung beim Hinzufügen immer gleich bleibt und ich mich da nicht darum kümmern muss, wie viel Zeit da eingestellt ist. Die eingestellte Zeit kannst du über das Menü Optionen, Einstellungen und dann Projekteinstellungen wählen. Standardlänge für Überblendungen ist jetzt eine Sekunde eingestellt. Das heißt also, automatisch wird jetzt eine Sekunde lang hier eine Überblendung sein, wenn diese Option quasi deaktiviert ist. So, das ist ein kleines Symbol mit diesem Unterschied, aber ich glaube, das ist manchmal schon praktisch, gerade dann, wenn ich sowieso weiß, dass diese Überblendung individuell sein muss, ist das natürlich einfacher. Ich mache das mit dieser Einstellung, statt dass ich danach jede Überblendung in der Dauer, was ich natürlich jederzeit kann, verändern muss. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war jetzt ein kurzes Video, aber mit einer kleinen Funktion erklärt. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.